Hey Leute, herzlich willkommen bei AT Zimmermann. Ja, dieses Video ist mal ausnahmsweise eine Warnung. Und zwar geht es um ein Tesla-Gadget, das ich immer mehr und immer öfter mal sehe. Und es ist wirklich illegal in der Benutzung. Man kann es in Deutschland zwar legal kaufen, aber damit rumzufahren ist wirklich hochgradig illegal. Es ist sogar so illegal, dass es von der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde sogar zum Verkauf verboten wurde, vom Betrieb gar nicht erst zu sprechen. Ich zeige es direkt mal auf dem Fahrersitz und danach machen wir eine Probefahrt und dann zeige ich euch, was für Risiken damit entstehen können. Ja Leute, um was es geht, ist dieses Gadget, der sogenannte Autopilot Buddy. Das ist ein Zusatzgewicht, ist ziemlich schwer. Und wird mittels zwei Magneten hier um die Speiche des Lenkrades angebracht. Dann ist es, jetzt habe ich es glaube ich verkehrt rum. Einmal, zweimal, so rum. Jawohl. So, jetzt hält es und es ist relativ ergonomisch sogar. Ich kann hier den Daumen drauflegen, alles gut. Und es fällt eigentlich jetzt auch nicht optisch wahnsinnig negativ auf. Das ist natürlich erstmal positiv zu bewerten. Die Verarbeitungsqualität ist auch toll. Ja, aber jetzt kommen wir zum ganz, ganz großen Aber. Ich sehe es halt immer wieder, teilweise auch bei Kundenfahrzeugen oder am Supercharger, wenn man ein bisschen in die Autos reinguckt, dass da so ein Autopilot-Buddy hängt. Ich denke, vielen ist Folgendes nicht bewusst. Man setzt mit diesem Gewicht aktiv die Hands-on-Warnung aus, weswegen man sich ja das kauft. Bei aktuellen Software-Generationen ist es so, alle 15 Sekunden spätestens muss ich ein bisschen Drehmoment auf die Lenkung übertragen und damit der Tesla weiß, hey, ich bin noch bei der Sache und ich kann jederzeit, bin ich in der Lage, das Steuer zu übernehmen. Wenn ich zum Beispiel eingeschlafen bin, Sekundenschlaf oder sonst irgendwas, dann erinnert er mich, dann fängt hier das Display an zu blinken und so weiter. Und wenn ich dann das immer noch ignoriere, dann fährt er rechts an Straßenrand und macht den Warnblinker an. Das finde ich sehr, sehr gut. Genau für solche Sachen ist der Autopilot grandios gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier was passiert, liegt vielleicht bei 1%. Das kann dir so richtig wirklich den Arsch retten. Aber es zu provozieren, indem ich die Hands-on-Warnung aktiv aussetze und ich dann denke, okay, jetzt kann ich hier einen Laptop aufklappen und wirklich arbeiten, ist nicht so geil. Ich erinnere mich zurück an 2015, 2016 unter Softwareversion 7.1. Da war, wenn der Autopilot sich relativ sicher war, hat es bis zu 5 Minuten gedauert, bis die Hands-on-Warnung gekommen ist. Mir haben auch schon Kunden berichtet, der Streifschaden an ihrem Model S lag daran, weil sie gedacht haben, sie können jetzt E-Mails beantworten mit ihrem Tesla. Und dann kam eine Baustelle. Mich würde jetzt mal interessieren, wie der das technisch jetzt wirklich umsetzt. Wie viel Gewicht brauchen wir denn eigentlich, damit wir diese Hands-on-Warnung austricksen können? Da gehen wir jetzt mal raus. Ich habe eine Küchenwaage von Mutti geklaut und legen das Ding jetzt einfach mal auf die Küchenwaage. 471 Gramm brauchen wir beim Model 3 mit dem kleinen Lenkrad. Wahrscheinlich brauchen wir beim Model S, das hat ein größeres Lenkrad, da haben wir mehr Hebelweg, brauchen wir weniger Material. Bevor es jetzt noch zur Probefahrt geht mit diesem Teil, es ist ja auch so, wenn ihr dieses Teil dran habt und einen Unfall baut und ihr macht es nach dem Unfall nicht unmittelbar weg und sagt, nein, ich bin damit nicht gefahren oder sowas oder versteckt es, dann verliert ihr augenblicklich den Versicherungsschutz, sollte ein Polizist das sehen und wissen, was das für ein Teil ist. Es hilft auch nichts, das Ding dann mit Filztape zu überkleben oder sowas. Habe ich auch schon gesehen. Ihr verliert nicht nur euren Versicherungsschutz, sondern also euer eigenes Auto wird dann nicht mehr repariert bzw. bezahlt, sondern auch, wenn ihr jemanden mitnehmt. Das heißt, einen Fußgänger solltet ihr jemanden da überfahren. Solltet ihr nicht mal schuld an dem Unfall sein oder sowas. Ihr dürftet so nicht mal auf dem Straßenverkehr auf der Straße rumfahren. Also deswegen wirklich macht das nicht. Das ist wirklich hochgradig gefährlich. Die Hands-on-Warnung verschwindet komplett. Der Tesla denkt ständig, ihr seid voll bei der Sache und habt immer die Hand am Steuer. Er kann auch in brenzligen Situationen euch abrupt quasi das Steuer wieder übergeben. Und es kommt eben kein roter Bildschirm, wo sagt, hey, stopp, ich bin mir unsicher oder sowas, sondern er übergibt euch sofort das Steuer und wenn ihr gerade am E-Mails bearbeiten seid,
ja, dann fahrt ihr halt vielleicht einen Fußgänger um oder sowas. Jetzt schauen wir mal, fahren mal Probe und schauen mal, was das Ding so kann. Schauen wir erst einmal ohne dieses Gadget, wie die Hands-on-Warnung jetzt so ausschaut. Ich lasse jetzt mal die Hände vom Steuer, machen wir mal 80. Ich weiß auch so, jetzt kommt hier schon Lenkrad leicht drehen. Jetzt kommt hier schon die Warnung. Wenn ich jetzt weiter ignoriere, die Frequenz wird immer mehr. Lenkrad leicht drehen, jetzt wird es hier auch rot. So, und jetzt bestraft er mich, indem er sagt, nee, Lenkassistent für diese Fahrt nicht mehr verfügbar. So, er bleibt stehen. Das war's. Ja, was jetzt grundsätzlich passiert ist, der Autopilot hat gemerkt, Hands-on-Warnung, ich tue die Hände nicht mehr ans Steuer, es ist kein Drehmoment mehr messbar. Ich gehe entweder total verantwortungslos mit dem System um, weil ich zu viel an Handy, an mir oder an der Freundin rumspiele, oder ich bin sogar ohnmächtig. Und dass er dann stehen bleibt und anhält, ist auch gut so. Wenn ich dann wieder weiterfahre, bin ich für diese Fahrt gesperrt. Was heißt das? Ich kann zwar ganz normal fahren, aber ich kann den Autopilot quasi nicht mehr aktivieren. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schnell und einfach mittels des Autopilot Buddy ich dieses System aushebeln kann, dieses Sicherheitssystem, und manipulieren kann. Ja, bevor ich euch jetzt was mit dem Autopilot Buddy zeige, was definitiv kriminell ist und wirklich, wirklich nicht zu empfehlen ist, empfehle ich euch jetzt was, was so gut ist, dass es sich schon fast wieder kriminell anhört. Ihr alle kennt ja die THG-Quote, man bekommt für sein Elektroauto Geld, dafür, dass man CO2-Emissionen einspart. Und hier gibt es verschiedene Anbieter, Carbonify zum Beispiel von meinem Kumpel Alex, und das sind halt einfach super überzeugte E-Mobilisten, und die machen das auch wirklich mega transparent. Und hier habt ihr einfach die Möglichkeit, 100% Auszahlungsquote zu bekommen. Heißt für dieses Jahr 416 Euro abzüglich schlanken 15 Euro Bearbeitungsgebühr. Auf der anderen Seite 2023, wenn ihr euch dafür anmeldet, da haben wir zwar noch keinen fixen Betrag, wir haben aber 100% Auszahlungsquote, auch wieder abzüglich den 15 Euro. Der Betrag wird noch festgelegt. Und dieses 100% Angebot gilt dieses Jahr bis zum 31.12.22, und wer sich dieses Jahr auch für nächstes Jahr schon anmeldet, der hat die Chance auf einen Porsche Taycan für 2 Monate zum Fahren. Davon gibt es insgesamt 5 Stück in der Verlosung. Ich bin selber auch noch kein Porsche Taycan gefahren, deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ich gewinnen würde, und ich gönne es aber auch jedem anderen, also kann ich nur empfehlen. So, jetzt drücke ich auf Park und dann ist der Autopilot beim nächsten Mal in Drive wieder verfügbar. Das müsste ich natürlich auf der Autobahn dann auf dem Standstreifen machen, aber das ist ein Pannenstreifen und nicht zum Parken da oder um eventuell sowas hier, was ich jetzt mache, reinzufummeln. So, Autopilot Buddy dran. Ah, schon wieder verkehrt rum. Und verkehrt rum. Also, selbst wenn ihr es 2-mal verkehrt rum hinmacht, innerhalb von 10 Sekunden ist das System jetzt ausgehebelt. Ich habe jetzt hier 471 Gramm links am Lenkrad dran, und das System meint jetzt, ich habe permanent die Hand am Lenkrad. So, schauen wir mal. Also es fühlt sich schon beim Lenken komisch an, weil wenn ich zum Beispiel nach rechts lenke, dann, wenn der Autopilot Buddy auf der linken Seite ist, muss ich ja den Buddy nach oben heben. Und wenn er auf der rechten Seite ist, hilft er mir quasi beim Lenken. Das fühlt sich an wie so ein halb kaputtes Kreuzgelenk. Autopilot aktiv. So, machen wir wieder 80. Ich habe die Hände vom Lenkrad. Bin natürlich voll bei der Sache, deswegen schaue ich jetzt nicht wirklich in die Kamera. So, also 15 Sekunden sind jetzt locker um. Er macht nichts. Er denkt, ich habe permanent die Hand am Lenkrad. So, weiter vorne wird es jetzt spannend, weil da kommt nämlich ein Kreisverkehr und da wird er sich dann unsicher. Wenn er sich unsicher wird, habe ich ja schon das Problem, dass die Drehmomentgrenze, ab wann ich zum Beispiel übersteuere und ab wann er noch steuert,
herabgesetzt wird. Das heißt, das Gefährliche ist jetzt nämlich Folgendes. Er denkt, ich habe die Hand eh schon am Steuer. Sonst kommt ja erstmal die Warnung, hey, Lenkassistent eingeschränkt, übernimm bitte das Steuer. Und dann wartet er, bis ich wirklich übersteuere. So, ich habe es jetzt trotzdem nicht gemacht, weil da ein Auto kam. Ich habe es mich nicht getraut, ganz ehrlich. Ich traue mich, das System nicht so auszutricksen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon immer kurz davor, das Lenkrad zu übernehmen. Der Autopilot ist ja grundsätzlich auch kein System zum vollautonomen Fahren, auch wenn es das vielleicht für den einen oder anderen suggeriert, sondern der Autopilot ist ein reines Fahrassistenzsystem, ein sogenannter aktiver Spurhalteassistent, der mir im Prinzip hilft, die Spur zu halten. Und das soll es auch schon gewesen sein. Das ist kein Level 4 autonomes Fahren, wo ich im Prinzip dann machen kann, was ich will. Und das ist wirklich der Irrglaube. Ich habe ja einen Autopilot, die Hands-on-Warnung nervt nur, aber eigentlich kann er ja autonom fahren. Das kann er nicht. Spätestens zum Beispiel bei Baustellen, wenn ich jetzt zum Beispiel weiße und gelbe Linien dazu habe, wir wissen sofort, okay, die gelben Linien gehen vor den weißen Linien, ganz klar. Jetzt mache ich hier mal absichtlich ein bisschen mehr, weil jetzt kommen wir auch in eine Situation. Er ist wirklich unglaublich gut, also tatsächlich ist er wirklich gut, der Lenkassistent. Er schafft die Kurve trotzdem mit 80, 90, er bremst halt vorher ab, aber ich will jetzt eigentlich provozieren, dass er mir einfach ohne Vorwarnung das Lenkrad sofort übergibt, aber ich schaff's gar nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, ich will euch auch nicht dazu motivieren, dass ihr das so benutzt. Wie gesagt, euer Versicherungsschutz, ihr verliert euren kompletten Versicherungsschutz, wenn jetzt was passieren sollte zum Beispiel. Da vorne kommen nochmal Wechselkurven. Er geht jetzt direkt in. Jetzt kommt aber, schaut mal her, Lenkassistent wegen Systemfehler beendet. Weil er merkt, du hast jetzt nicht übernommen. Also er hat schon ein bisschen geschnallt, dass hier irgendwas komisch ist, weil. Normalerweise, wenn er sagt, ich soll übernehmen, dann habe ich ein variables Drehmoment, weil dann übersteuere ich ja, dann lenke ich ja selber. Aber er merkt, komisch, also irgendwie ist permanent das Drehmoment exakt gleich. Und auch hier wirklich die Warnung, wenn ihr meint, ihr habt den Autopilot weggemacht und habt schon einen Unfall gebaut. Leute, ganz ehrlich, der Tesla ist eine fahrende Blackbox. Die letzten 2 Minuten vor einem Unfall werden immer hundertprozentig aufgezeichnet. Tesla kann es euch allein über das Drehmoment, das ständig, permanent, immer nur nach einer Seite gezogen hat, selbst bei der Hands-on-Warnung, wie ihr jetzt gerade da gesehen habt, der hat hier eine halbe Feuerwehr abgespielt. Wenn dann immer noch das Drehmoment permanent gleich ist, dann hat Tesla euch schon längst überführt. Wenn ein Gericht diese Fahrdaten anfordert und Tesla stellt die dem Gericht zur Verfügung, dann habt ihr ein Riesenproblem am Hals, weil Tesla kann dann nämlich nachweisen, dass der Autopilot mittels Autopilot Buddy manipuliert wurde. Und ihr seid nämlich dann voll am Arsch. Also macht es einfach nicht. Macht es einfach nicht. Lasst es bleiben. Schmeißt die Dinger weg. Das nächste ist, wo die komplette Community wegen euch bestraft wird, die ihr diese Dinger benutzt. Jetzt stell dir mal vor, Elon Musk sagt, hey, Geistesblitz, wir machen doch einmal Hands-on-Warnung, Drehmoment, wir wollen das Drehmoment abwechselnd haben. Nicht nur immer nach links permanent. Er könnte ja auch ein Software-Update machen und sagen, ich will das Drehmoment einmal nach links und einmal nach rechts. Dann könnt ihr euch die Dinger sonst wohin stecken. Ganz ehrlich, das geht nicht. Die ganze Community wird damit bestraft, dass man dann im Prinzip immer so fahren muss, mit Autopilot, nur weil ihr zu faul seid, die Hände ansteuern zu tun.
macht es einfach nicht. Bitte, bitte lasst es bleiben. Ja, was ich grundsätzlich natürlich erwartet habe, was er früher hundertprozentig so auch gemacht hätte, er hätte mir direkt das Lenkrad übergeben, ohne großartig Alarm zu geben, weil er ja denkt, folgerichtig, hey, der hat ja durch die Manipulation, durch das Zusatzgewicht vom Autopilot Buddy die Hand eh schon am Steuer. Tesla hat hier aber anscheinend dazugelernt und hat sich gesagt, hey, ist ja komisch, eigentlich, ich komme nach links von der Fahrbahn ab, das Drehmoment, was drauf ist, ist immer noch links, ich müsste ja eigentlich das Drehmoment nach rechts machen. Das passt für ihn anscheinend nicht zusammen und dass das Drehmoment trotzdem konstant bleibt, gleich bleibt und solange das Drehmoment anscheinend gleich bleibt, übergibt er mir höchstwahrscheinlich das Lenkrad einfach nicht, was dann auch vollkommen richtig ist. Wenn ich nämlich übersteuere und ich kriege eine Hands-on-Warnung und ich bin schon auf der Gegenfahrbahn, dann will der natürlich sowas sehen hier und nicht einfach nur permanent gleich nach links ziehen. Also da muss ich sagen, hat Tesla wirklich ordentlich dazugelernt. Ja Leute, grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Hands-on-Erkennung. Einmal über Gewichte oder beziehungsweise schweren Ohrschmuck, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Modell hier. Das funktioniert, da kann ich auch einen VW oder sowas bescheißen mit aktiven Spurhalteassistenten. Au, zwickt ein bisschen. Oder auch eine kapazitive Methode, das ist, kennt ihr von eurem Handy, von Touchscreen, wenn ihr irgendwo drauf drückt, dass dann eine andere Kapazität erkannt wird, auch das lässt sich natürlich umgehen und bescheißen. Aber bitte, bitte macht es einfach nicht. Ihr verhaltet euch extrem egoistisch damit im Straßenverkehr und eine MPU habt ihr dann auch noch gleich am Hals. Sorry, dass ich heute so böse war, aber das musste jetzt einfach mal raus und das nächste Mal bin ich jetzt wieder ganz handsam versprochen, das muss jetzt erstmal weg. Ciao, am selben Abend vom Drehtag habe ich einen Artikel auf Tesla Mac gelesen. Den Artikel verlinke ich euch natürlich unterm Video. Und zwar auch in den USA sollen jetzt sogenannte Defeat Devices, also dieser Autopilot Buddy, sollen jetzt auch mit der neuesten Full Self-Driving Beta-Software erkannt werden. Das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese eindeutige Erkennung natürlich dann auch zu uns rüberschwappt.